Auf Rolltreppen gleiten Besucher und Arbeiter tief hinab in den Jerusalemer Untergrund. Die Architektur des neuen Jerusalemer Bahnhofs ist hochmodern. Blankes Metall, kühles Licht und helle Betonwände erinnern ein wenig an eine Weltraumstation. Die Bahnsteige liegen 80 Meter unter der Erde. Damit gehört der Sackbahnhof der neuen Schnellbahnstrecke zwischen Jerusalem und Tel Aviv zu den 5 tiefstgelegenen Bahnhöfen der Welt. Warum so tief gegraben wurde, erklärt Lital Ventura, die Sprecherin des Schnellbahnprojektes. Einer der Gründe für den Bau in einer Tiefe von 80 Metern unter der Erde ist der Höhenunterschied zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Tel Aviv ist etwa auf Meereshöhe. Jerusalem liegt ungefähr 800 Meter hoch. Die maximale Steigung, die der Zug bewältigen kann, liegt bei 2,9%. Wir wollen eine Verbindung auf dem schnellsten Weg schaffen. Dafür nutzen wir Tunnel und Brücken durch Berge und über Täler. Wir fahren also von Punkt A in Tel Aviv nach Punkt B in Jerusalem und das mit einer möglichst gleichmäßigen Steigung, die so hoch ist wie möglich. Das führt dazu, dass wir an diesem Punkt in Jerusalem ankommen, der 80 Meter unter dem Erdboden liegt. Nur 28 Minuten dauert künftig die Fahrt von der Mittelmeermetropole Tel Aviv über den Flughafen Ben Gurion bis in die Heilige Stadt. Bisher sind es bis zu 1,5 Stunden. Mit Tempo 160 jagt der Schnellzug durch 5 Tunnel und über 7 Brücken. Mit den Arbeiten wurde vor mehr als 15 Jahren begonnen. Ursprünglich sollte schon in diesem Frühjahr der Betrieb aufgenommen werden. Aber das Mammutprojekt, in das umgerechnet 1,8 Milliarden Euro investiert wurden, verzögerte sich. Wer die längste Rolltreppe Israels nutzt, um hinunter zum Bahnsteig zu gelangen, muss dafür einige Minuten einplanen. Alles kein Problem, versichern die Eisenbahner. Alle Verkehrswege seien großzügig ausgelegt und immer gäbe es Alternativen. Wir haben 6 Wege, 6 Eingänge und Ausgänge, die von den Bahnsteigen hinauf zum Bahnhof und zur Oberfläche führen. Wir können das Treppenhaus benutzen, die Rolltreppen oder die Aufzüge. Die israelische Eisenbahn hat das mit Simulationen überprüft. Es sind 7 Minuten, vielleicht etwas mehr oder weniger, die ein Passagier braucht, um zum Bahnsteig zu kommen oder den Bahnhof zu verlassen. Nicht nur der zentral gelegene Bahnhof wurde neu gebaut. Die Ein- und Ausfahrt der Schnellzüge erfolgt durch 2 neue große Tunnelröhren. Der ganze Betrieb wird mit Hilfe modernster Sicherheitstechnik überwacht. Sollte es dennoch zu einem Unglück kommen, bietet der Untergrundbahnhof Schutz vor Rauch und Flammen. Bis zu 3000 Menschen können sich hier 48 Stunden lang aufhalten, abgeschirmt von den Gleisen und auch von der Außenwelt. Derzeit wird auf allen Ebenen geputzt, denn der Baustaub hat sich in alle Ritzen gesetzt. Die Ticketkontrollstellen sind deshalb noch abgedeckt. Die Coffeeshops sind noch nicht eingerichtet. Auch im Bereich des Fahrkartenverkaufs ist noch viel zu tun. Die Zeit drängt. Die israelische Eisenbahn unternimmt große Anstrengungen und das gilt für alle Leute, die hier arbeiten und für alle Leute, die etwas mit diesem Projekt zu tun haben. Wir möchten unbedingt zu den Sukkot-Feiertagen öffnen, das heißt im Oktober 2018. Anfangs sollen dann bis zu 4 Züge pro Stunde fahren, später sollen es 6 sein. Die neue Eisenbahnlinie ist das größte Infrastrukturprojekt in der Geschichte des israelischen Staates. Gefahren wird rund um die Uhr, aber nur an 6 Tagen pro Woche. Am Schabbat bleibt die Schnellbahn stehen und der Bahnhof ist geschlossen.